Und willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Und mit diesen Worten geht auch langsam die Sonne unter. Hier am Gorenius Knastdepot. Wow! Oh, Alter! Habe ich mich erschrocken. Komme übrigens. Ich bin gegen Stacheldraht gelaufen. Habe ich mich erschrocken, weil er plötzlich diese Geräusche gemacht hat. Boah, das wird nachkommen. Ich liebe das Schwert. Damit kann man so richtig gut austeilen. Hammer! Hammer, was es hier für geile Sachen gibt. Mm, richtig nice. Gold, es wird dunkel. Den Sand kann ich auch mal wegschmeißen. Toll, da kommen auch schon neue Viecher. Wenn man eben halt einen Schlag die Hälfte KP abziehen. Toll, ich bin tot. Junge, nichts witzig, ich sehe überhaupt nichts und da kommen da diese Mega-Dinger. Ah, Scooby RP. Hammer, nice, was es hier für ganze Sachen gibt. Ich habe auch Kameras. Ich habe alles. Nice, aber mal richtig. Die Erde kann ich wegschmeißen. Zerbrochene Spiegel gibt es auch noch. Ich werde jetzt mal versuchen, auf unser Planeten zu fliegen. Mach, guck nach, ob du denn da irgendwas findest. Ich nehme so lange das hier noch auseinander. Ja. Was ist das denn für ein Fisch? Ja, wohl eine Glühbirne. Alter, was ich hier schon wieder alles rausschmeißen muss. Was lasse ich hier? Ich habe ein Schwert gefunden übrigens. Ah ne, das ist dieses, was du gefunden hast. Okay, warte, der Planet hieß, ich muss eben gucken. Hammer nice, die alle auseinander zu kommen. Jawoll, ich hab Duschen. Jetzt stinken wir nicht mehr so. Also, jetzt stinkst du nicht mehr so. Also ich würde ja nicht mehr so. Ja. Also Alpha Accubens 2295 IA. Ja, Alpha Accubens 2295 IVA. Das ist der Preis. Der Kack lohnt sich nicht. Jawohl, was es hier für geile Sachen gibt. Kuckuck! Oh, bist du verbrannt. Hammer, nice, dieser Spruch hier an der Wand. Nehme ich mit. Was immer nice ist, ist, dass man unendlich Munition und Pfeile hat. Ja, ja, und dass man das... Wow! Shit, ich bin gleich tot. Nein, hier oben gibt's keinen Ausweg. Es bleibt mir nur das Kämpfen. Ja, Mann, das Kämpfen triumphiert. Hohe Gewalt, Bitch. Junge, auch diese ganzen Lampen. Alter, das wird endgeil. Was wir hieraus alles bauen können. Ah ne, Fackeln waren jetzt auf der 8. Ne, die brauchen wir nicht. Aber die nehme ich gerne mit, genauso wie Überwachungskameras. Was zur Hölle machst du da? Kapier ich nicht. Was? Ich bin hier gerade auf Alpha, cool, ich seit auf die 95 IA, aber hier ist nicht, das ist nicht unser Planet. Nicht? Das ist ein komplett anderer. Warte, ich komm gleich. Junge, was ist da im Hintergrund bei dir gerade? Junge. Toll, das ist nicht unser Planet.
Könnte theoretisch unser Planet sein, aber dann bin ich woanders gespawnt. Kann sein. Und hier gibt's auch ganz andere Monster, die habe ich noch nie gesehen. Komm mal auf das Schild von dir. Warte. Ihr kriegt mich nie! Oh. Ich habe ein bisschen zu spät gedrückt. Ich komme jetzt auf mein Schiff, ne? Stell mal eben stumm, damit man das besser hört. Jo. So, was vermutlich heißen wird, dass wir uns mit dem lieben Dave jetzt im Chat-like bequatschen müssen. Und dann wollen wir mal sehen, ob das... Nee, das sieht auch nicht so aus. Das ist auf keinen Fall unser Planet. Hier war... Ah! Ja. Liebe Dave, falls du mich jetzt hörst, das war der Planet, wo wir vorher waren. Also, wir waren ja nicht sofort auf unserem Heimatplaneten, sondern das war der lila Planet, auf dem wir vorher waren. Hier, wenn du auf dem Planet spawnst, dann siehst du da irgendwie so eine komische Erdsäule. Die habe ich da hingebaut, um, damit du irgendwie in die Erde rein spawnst. Und so weiter. Das ist nicht unser Planet, das ist der Planet, auf dem wir davor waren. Ja, wir müssen uns Aufnahmen von später ansehen. Scheiße. Sieh dir so lange mal die Aufnahmen von vorher an, Dave. Und dann gucken wir mal nach, wie unser Planet dann heißt. So wie er richtig heißt. Ja. Hat Zeit. Obwohl es geil wäre, wenn wir in diesem... Schöne Stadt? Geil, räum die aus. Dafür noch wegschmeißen. Ja, komm, das. Ja, und dann nimm bitte die Erde auf. So ist richtig. Der Dave ist in einer Schießerei verwickelt, dieser böse Bube. Und ich hoffe, dass... Und ich bin vergiftet. Super. Ich hoffe, dass das Staubsaugen beim lieben Dave gleich aufhört, damit wir ihn auch wieder mal hören können. Und wieder ein paar Bandagen. Hammer, 21 Bandagen. Egal. Die droppen fast nie eine Waffe. Das war rein zufällig, dass die bei uns eine Waffe gedroppt haben, Dave. Hier haben wir noch Kohle. Ja, ist auch so. Wenn du dir zum Beispiel bei Sarazar und Gronk das ansiehst. Alter, wie lange die für eine Waffe gebraucht haben. Die haben die von so einem Endboss bekommen. Es gibt ja... Jawohl, es fängt an zu schneien bei mir. Jawohl, so muss es, Dave. Es gibt ja solche wirklichen Bösse bei den Kreaturen, die leuchten ja so rot. Weißt du ja, ne? Ja, und das sind sozusagen Bosse bei den Monstern. Und Gronk und Sarazar haben ihre Knarren von dem bekommen. Aber auch super spät erst. Deswegen war ich auch so überrascht, als ich... Wow, und vergiftet und... Kackbuhnenviecher. Leckt mich doch. Jawohl, was ist das hier denn? Hä? Okay. Komisch. Haben wir noch Eisen? Brauche ich aber nicht. Ist das ja Kohle? Ja, es ist Kohle. Und ihr seht auch gerade, wie super schnell ich hier alles abbauen kann mit dieser endgeilen Platin-Spitzhacke. Aus der Stadt? Ja, mach, aber nur welche Sachen, die dekorativ ganz gut sind. Oh, beide weggebasht. Hammer. Junge, was hat der denn für Avatar-Fähigkeiten? Pustet der mich weg, Junge? Ja, dann kommt da unten noch so ein Wirbelwind. Komm her! Tja,
Oh, ein bisschen Fleisch. Yum, 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 yum. Komm, gib mir die Plant Fibers. Ja. Nice. Wieder ein paar Bandagen. Na gut, nehme ich mal das Eisen, das hier unten ist, mit. Der Dave, dieser Wichser, der die ganzen Zivilisationen ausräuchert. Wow! Was will der mich denn weg? Piss dich! Tja, tja. Der Dave, der kann nicht. Was haben wir hier? Eine Truhe und was ist drin? Gar nichts! Hammer, so müssen Truhen sein. Vielversprechend, aber nichts drin. Wie lange dauert das Staubsaugen noch? Ich bin sicher, dass ihr, lieben Zuschauer, auch mal sehen wollt. Hammer! Ich laufe hier den Weg entlang, plötzlich sehe ich einen Dorfbewohner, der von einem Monster wegrennt. Ich schlag einmal, töte beide. Jawohl, so muss es. Ah, da ist noch ein Dorfbewohner. Na, Kollege. Stirb. 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 Yo. Und sauber getötet. Das sind Menschen. Bei mir war das gerade ein Mensch. Welche Zivilisation hat die Stadt, wo du bist, Dave? Dave? Avian. Ah, okay, also meine Art. Mein Gott, der Dave tötet einfach Leute meinesgleichen. Oh, dann haben wir nochmal eine schicke Höhle. Jawohl, Molotow-Cocktail. Hammer. Junge, das Wichser hier. Ja, und hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Das hilft uns alles, um unseren Planeten wiederzufinden. Okay, dann guck mal später nach, Dave, wie unser Planet jetzt wirklich heißt. Aber immerhin sind wir hierhin gekommen und können ja auch noch mal ein bisschen Kohle abbauen. Was? Jetzt kommt's, der Junge hat einen Shotgun gefunden. Was darf es denn sein, Dave? Was hast du gefunden? Eine neue Rüstung, oder was? Sagt uns, wir wollen es wissen. Knarren oder nur Schwerter? Knarren oder nur Schwerter, Dave? Oh, wenn das Knarren wären, Schwerter, aber gut, und Obststand auch, okay. Dann kauf mir mal irgendeine Waffe mit. Jawohl, Deko, muss sein. Die ganzen Stände kannst du eigentlich mitnehmen. Es stirbt doch. Und ich bin tot. Super. Und da haben wir mal wieder den schönen Screen, wenn ich auferstehe von den Toten. Ich schmelze mal ein paar Sachen hier im Ofen ein. Ah, das Gold kann ich einschmelzen. Zack. 18 Stücke Gold.
ich sonst noch irgendein Ohr? Nein. Und da meldet sich der Timer. Die Zeit für heute ist abgelaufen. Also eher gesagt für diesen Part. Jawohl. Wofür hast du den Blueprint gekauft? Das sagen wir noch in diesem Part. Wofür hat Dave wohl den Blueprint gekauft? Dave? Schreib schnell, ne? Ich muss den Part beenden. Junge, egal, kauf mir meinen Blueprint mit. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder von Let's Play Starbound. Tschüss.